Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Zuschauerbattle. Diesmal spielen wir gegen den Patrick der Wind oder einfach nur Patrick oder Patrick oder wie auch immer ihr das sagen wollt. Ja, wir schauen sein Team. Ein Potrot, okay. Togekiss, Pescragon, dieser schnelle Elektroaffe dort, Zeraora. Ja, ich würde sagen, ich liede mit Maxas. Und hoffe auf das Beste einfach. So, er ist auch schon einsatzbereit. Er wusste, was er wählen wird. Ist das Klossity? Stadion? So, und wir haben wieder den übelst geilen Endinalos-Sound. Oh, ein Shinerich. Gefällt mir noch ein Shiny mit dem Blau. Was kann das jetzt? Irgendwas, ich habe schon mal irgendwo gehört, dass Potrot eigentlich gar nicht so schlecht sein soll. Ich weiß es nicht, ich habe mich nie damit beschäftigt. Aber das wird irgendwas können. Irgendetwas, was gut ist. Oh oh. Das war aber wenig Schaden, den ich da gemacht habe. Oh, nicht so gut. Das... Oh, er macht es gleich automatisch. Ich kann nichts auswählen. Shit, ja, dann bin ich nachher nämlich gerade verwirrt. Schade, ich dachte schon, vielleicht kann ich noch in die Diner gehen und dadurch die Verwirrung aufheben. Okay. Das sind dann eben wieder Sachen, wo ich mir denke, ja, wäre vielleicht besser mehr Angriff gewesen, als wie Init. Hätte mir jetzt geholfen, dafür hilft mir das mit dem Init halt bei einem anderen Pokémon, oder? Wie Katapultra, Pescragon wüsste ich nicht genau mit dem Walschall, wer dann schneller ist. Aber eigentlich ja, klar, klar muss ich schneller sein. So, das weiß er jetzt nämlich nicht, dass ich einen Walschall habe, voll. Und auch wenn er einen Walschall hat, bin ich einfach schneller. Ich muss einfach nur hoffen, dass ich jetzt nicht verwirrt bin. Bitte nicht verwirrt sein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Yes! Bäm! Walschall! Meine Damen und Herren! Ist auf dem Teil echt auch noch was Feines. Max, das ist nicht mehr verwirrt. Oh! Ja, danke schön. Das ist aber sehr lieb von dir. Achso, ich muss auf Wutanfall bleiben, außer ich würde auswechseln. Aber ju. Nein, schade. Schade, mein Maxi. Maxi King. Wäre noch ein lustiger Spitzname, denke ich mir gerade. Aber ich bin nicht so überzeugt davon. King. So, der hat jetzt das Unlicht-Pokémon draußen. Ja, komm, nehmen wir Halkilein. Es
komische Klebenetz gefangen. So, ja, wir machen einen Wuchtschlag. Nein, One Hit. Och, schade. Das ist jetzt wirklich schade. Goldi. Maybe Goldi. Ja. Ich nehme Goldi. Weil ihn kann er nicht one-hitten. Wegen dem Fokus-Score. Ein Body Press. Na, ah, hätte er ihn nicht one-hitted. Jo. Jetzt gibt's ein Tschüssi mit Üssi wieder. Siehst du das übrigens? Die Drachenarena, glaube ich, oder? Bin mir nicht mehr sicher. Sieht ein bisschen so aus. Ja, das schickt Legend. Oh, Legend. Ein Shiny Hoplo. Ich bin einfach nicht so der Fan von Hoplo. Auch wenn ich ihn als Starter gewählt habe. Er ist halt irgendwie so... Keine Ahnung. Eben, es ist so voll der Fußballhase und... Ich finde es ganz cool schon. Ich finde die Animation übelst cool mit dem Feuerball. Haben sie echt cool gemacht. Aber ich bin einfach kein Fußballfan. Ich mag das einfach nicht. Und der Hoplo... Ja, ich weiß nicht. Ich finde der Chimpy am besten. Ups. Sollen wir mit Lapras gleich rauskommen? Ja, wäre das Gescheiteste. Ich habe nur noch 3. Die anderen sind jetzt eher nicht so toll dafür. Wenn er nicht eh auswechselt. Ah, vielleicht kann ich nicht auswechseln. Ist das das Klebenetz? Das wäre für mich mal was. Mich stresst das, wenn die Leute immer so viel auswechseln. Der wechselt jetzt sicher auch aus. Ich würde am liebsten oder Giga Melodie machen, aber wenn er dann halt doch nicht auswechselt. Aber eigentlich muss er auswechseln, weil er weiß, wenn ich jetzt mit einer Flut mache, dann ist der One-Shot weg. Nee, er hat nicht ausgewechselt. Nein. Oder die Leute wissen mittlerweile einfach zu gut, dass ich gern als erstes den Aurora-Schleier spiele. Das ist es eben mit dem Auswechseln, ne? Man muss drauf pokern. Es ist immer eine Glückssache, ob es der Gegner dann wirklich macht oder nicht. Ach du Scheiße. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte die Wasserattacke machen sollen. Nein, und ich mache Giga Melodie, ich Idiot. Ja, aber woher hätte ich das wissen sollen? Ah, okay, er ist trotzdem tot. Ja, okay, schön, immerhin das. Aber eben, das ist es halt so mit so Sachen, oder? Wenn man dir dann sagt, ja, du musst auswechseln, der wechselt doch aus, ist doch klar. Es ist eben nicht immer klar, dass derjenige dann auch wirklich auswechselt, obwohl es eigentlich ja das Sinnvollste wäre. Mache ich ja auch nicht immer. So, oh oh. Zeraora, das habe ich ja schon wieder ganz vergessen. Ja, das wird mich jetzt auch speeden und killen. Ich meine, ich kann einen Dynawall machen. Es bringt mir da, glaube ich, nichts, oder? Nicht, dass ich wüsste, dass es mir irgendwie was bringt. Aber du, wir haben ja eine Runde mehr oder so. Was auch immer das bringen soll. So, was nehme ich dann? Ja, am besten auch Toxi oder so. Nehmen wir auch Toxi.
darf nicht vergessen, die Notsituation bei meinem Toxi wird zwar nicht so oft eben drankommen, weil er sowieso nichts aushält und so, aber die darf ich nicht vergessen. Oder er hat ja auch nur noch zwei Pokémon. Haben wir wieder 2 gegen 2? Ist spannend. So, Überschallknall wäre stark. Hier könnte ich ihn vergiften. Ist die Frage, ob das noch groß was bringt. Wir machen einen Überschallknall. Voltwechsel. Aha. Patrick, what's coming next? Ich hoffe, etwas, wo meine... Ja, okay. Aber wieso macht man jetzt das? Man hätte jetzt davon ausgehen können, dass ich eine Elektroattacke mache. Ganz klar. Überschallknall war jetzt fein, aber die Elektroattacke hätte Togekiss halt einfach gewonshottet. Ne? Das ist es halt. Ich hätte sie einfach gewonshottet. Ach ja, Typ Fee. Ich wäre sogar mit Gift... Hätte ich jetzt lieber probiert Elektro gegen Elektro, aber ja, es wäre ein sehr langer Kampf wahrscheinlich. Oh, schön, wir überleben's. Und Togekiss ist besiegt. Sorry Leute, ich probiere gerade ein bisschen zu muten, weil die Glocken schon wieder übelst abgehen und schalte nur dann ein, wenn ich auch was sage, weil ja, sie schon wieder übelst abgehen, ich weiß nicht, ihr hört sie bestimmt. Nee, ich hätte Notsituation. Ich hätte fucking die Notsituation. Oh, die wäre jetzt so geil gewesen. Und das hat jetzt keine Wirkung. Shit, weil die scheiß Glocken mich jetzt so abgelenkt haben. Sie läuten immer noch. Es ist unglaublich. Schade, das wäre jetzt übelst geil gewesen, hätte ich jetzt die Notsituation gemacht und mit 10 KP er dann auch die 10 KP. Oh mein Gott, wie hättest du blöd geschaut, Patrick? Ich glaube, du hättest blöd geschaut. Aber ja. Ja, wir machen einfach die Psychokinese und die Glocken haben jetzt endlich aufgehört. Ah, ich bin eh One-Hit weg. Sehr schön. Oder halt, ja, sehr schön, dass die Glocken aufgehört haben. Ich, sorry, aber diese Kirchenglocken, die machen mich richtig aggressiv. Jetzt wieder 4 Minuten. Oder das hat ja schon 1 Minute vor 16 Uhr angefangen. Also, 5 Minuten sind jetzt diese Glocken gegangen. Es ist unglaublich. Und ich kann das Fenster nicht zumachen. Ne? Ich habe dieses Fenster hier gekippt. Ich habe das da drüben ganz auf. Und es ist übelst heiß. Ich merke so schon, es ist sehr, sehr warm im Raum. Ich kann die Fenster nicht schließen. Ja, sorry. Ich will auch gar nicht damit euch lange zutexten. Patrick, es war ein sehr, sehr schönes Battle. War echt spannend und wieder 1 gegen 1 zum Schluss. Ich liebe solche Battles. Finde ich einfach am coolsten. Weil andersrum, wenn einer den anderen, ja, One-Hit outspeedet, One-Hit, 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 egal ob das jetzt ich bin oder der Gegner,
Es ist einfach langweilig. Es macht einfach nicht so Spaß, ne? Wie ein Battle, wo ja wirklich knapp ist und man sich anstrengen muss und so. War wirklich sehr, sehr schön. Patrick, ich danke dir vielmals fürs Mitmachen. Ich danke euch anderen fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und tschüssi mit Üssi.